Ja, moin, mein Name ist Dennis Lisk und ich befinde mich hier in der urigen Schweiz. Es ist sehr, sehr schön hier. Warum ich hier bin, wir drehen gerade ein Video, beziehungsweise haben den ersten Teil eines Videos gedreht, und zwar zur ersten Single, die heißt Lass los. Und das Video ist halt quasi halt auch metaphorisch gesehen ein ähnliches Loslassen, würde ich mal sagen. Da geht es halt um Leute, die halt von Gipfeln springen und dann halt durch die Lüfte fliegen und am Ende mit Fallschirm halt wieder sanft auf dem Boden aufkommen. Währenddessen performe ich halt den Song. Ist ein Liebeslied, der handelt halt vom Loslassen. Und ja, hier in der Schweiz kann man das natürlich gut machen in den Bergen. Und dementsprechend sind wir hier, haben den ersten Teil aufgenommen. Das war noch relativ easy, weil halt im Tal, und die Typen sind halt von oben runter gesprungen und ich habe währenddessen performt. Das war für mich eigentlich relativ einfach. Lass los, es geht nicht weiter so. Der eine kommt, der andere geht. Ich glaube, morgen werden wir ganz auf dem Gipfel hoch, und zwar nicht klettern, sondern mit dem Helikopter. Das ist das erste Mal für mich. Ich habe mir sagen lassen vom Regisseur, dass das relativ waghalsige Manöver sind, die Piloten da machen. Das heißt, ich werde mich warm anziehen, doppelt warm anziehen, weil es da oben natürlich auch super kalt ist. Und dann werden wir da hoch auf dem Gipfel und dann werden die Jungs den Gipfel runterspringen und fliegen dann mit ihren Anzügen halt einfach durch die Lüfte. Und am Ende, wie gesagt, reißen sie dann halt ihre Fallschirme, und mit denen werden wir morgen zusammen auf diesem Gipfel halt hoch und da dann halt performen. Zweiter Tag, ich glaube, wir sind ganz weit oben hier auf dem Berg, und man kann hier auch runter gucken. Es geht auf jeden Fall steil bergab, es ging steil bergab. Vorhin musste ich einmal eine Kameraeinstellung halt machen, die extrem gefährlich war. Und ich musste mich direkt hier an den Rand stellen, hatte quasi dann halt den Abgrund im Rücken und musste halt in die Kamera performen. War auf jeden Fall das erste Mal, dass ich richtig Schiss hatte. Und diesen Höhenangstfaktor, sagen wir mal, so ein Faktor 10 hatte. Aber letzten Endes nimmt man das natürlich gerne auf sich, weil die Bilder echt krass sind. Lass los. Das macht tierisch Spaß. Und das Team baut gerade ab. Wir werden jetzt diese Ebene hier auf dem Gipfel verlassen und dann noch quasi ein Stockwerk tiefer die nächsten Shots halt machen. Und ja, es war amazing. Wenn man loslässt, dann hier oben auf jeden Fall. Also, ich kann mir zwar jetzt nicht vorstellen, statt Musiker Bergführer zu werden, aber ey, es ist auf jeden Fall angenehm und eine Stunde mehr oder weniger, kein Problem. Jetzt kommt gleich der Helikopter wieder. Wir fliegen ins Mittelplateau. Das ist dann, glaube ich, Einstellung Nummer 3. Und ja, da werden wir dann den Dreh zu Ende machen. Die Wingsuiter werden ihre Fallschirme springen und über mich hinwegfliegen. Es wird bestimmt alles cool aussehen, Bock drauf. Am Ende ist der Dreh fertig und wir alle sind super gespannt. So, wir haben Drehschluss. Und ja, 2 Tage Hardcore-Arbeit haben wir hinter uns und es war auf jeden Fall großartig, das ist eh klar. Ich denke mal, für mich persönlich ist das aufwendigste Video, glaube ich, was ich bisher gedreht habe. Kran und Helikopter und alles Mögliche. Ja, und wir leben alle noch. Wir müssen noch einmal mit dem Helikopter runter ins Tal, das werden wir hoffentlich noch schaffen. Und ja, dann gibt es irgendwann in ein paar Tagen, ein paar Wochen, ein paar Monaten ein geiles Video zum Anschauen und wir freuen uns drauf. Lass los! Lass los. Glück fühlt sich anders an. Lass los! Glück fühlt sich anders an. Lass los! Steig's meinem Boot und lass los! Kommt, der andere geht. Schau nicht zurück und geh deinen Weg. Ich dachte, du warst Glück.